Moin liebe Leute und herzlich willkommen hier wieder in Wien. Ich habe keine Ahnung, was hier rumfliegt vor dem Bus. Was ist das? Macht mich verrückt. Naja, wir fahren heute den Zito von Altea Erbaut, den Erbauer von Citaro. Leider ohne Soundboard, aber ich finde, man kann es jetzt aushalten. So schlimm ist es jetzt nicht. Wir fahren mit dem Repaint von Graz. Keine Ahnung, was sind wohl die Grazer Linien? Die GVB, ich denke, das wäre Holding Graz Repaint. Das wusste ich jetzt nicht. Aber ich habe jetzt mal erstmal einen schönen G2HGL genommen. Den habe ich dann ausgeliehen aus Graz hier in Wien. Die wollten den Matisse, den kleinen Pissbus hier. Oh, hier die Flügel, falls man fliegen will, ne? Ich finde den echt süß, den Bus. Ein kleiner, drolliger Bus. Guckt euch ihn an, vor allem dieser Reifen hin. Der ist doch süß, oder? Der Radstand hinten passt überhaupt nicht überein zu dem nach vorne. Total witzig. Sieht doch irgendwie komplett anders aus als der Citaro. Eigentlich ist er auch komplett anders. Ich meine, den Zito hat er gebaut, bevor er den Citaro gebaut hat. Der Citaro kam erst später. So, von innen. Ich mach mal ganz kurz die Heizung volle Kanne an, volles Rohr. Keine Ahnung, ob die Sachen jetzt anders hier. Wir probieren es jetzt mal so kurz. Mach die gleich wieder volles Rohr aus. Fahren los. Ich glaube, dieser Bus ist zu laut. So toll hören wir sich jetzt auch nicht an. Dass wir ihn so laut haben müssen. Ah, Sibiderstraße. Aber er lässt sich süß fahren, er ist ja so klein und knuffelig. Aber der Lenkradius, der Lenkradius des Busses ist auch nicht. Guck mal, wie schmal der ist. Ist doch total schmal, oder nicht? Der hat auf jeden Fall ordentlich PS untergebaut. Da liegt ja auch nichts egal. Ah, hinter. Morgen. Boah, da ist Morgen. Bin dabei, es heiß zu machen. Ich puste schon ganz kräftig. Boah, ich kenne in beide Spiele fast. Die Tür vorne ist ja auch schmaler als beim Citaro. Das Ding muss auch relativ niedrig werden lassen. Statt man einfach eine Türflügel baut, nein, man muss zwei reinbauen und dafür zwei total schmale. Was ist mit dir jetzt los? Warum fährst du nicht? Ja, was ist denn das? Hallo? Ja, da muss ich fahren, wenn er nicht will. Überhaupt alle in dem Bus. Ach, das wird jetzt schon kuschelig. Hallo. Ist die Heizung defekt oder haben Sie vergessen einzuschalten? Nee, ich hab vergessen einzuschalten. Sie läuft doch hoch auf Hochtouren oder was? Ist ja auch wurscht. Ist ja wurscht. Moin! Boah, da ist Qualm drin. Ich hab's jetzt langsam verstanden. Boah, das ist so ein Pferdzahn. Warum ist das in dem Bus eigentlich so kalt? Dann kann ich die Tür ausfüllen, zu lange auf. Warum könnt ihr Penisse... Warum wollt ihr ausgerechnet da vorne einsteigen?
Ach so, die drei Leute passen wohl gar nicht mehr in den Bus, wa? Das kann ich mir vorstellen. Oh. Voll. Wobei hier ja noch mindestens 5 Leute stehen können. Naja, Pech gehabt. Ich muss in den nächsten nehmen. Der ist vielleicht auch ein bisschen klein. Da gefahren in Linie 23a. Leider schildert. Liegt wohl am Schilderungssystem von Wien. Ich kann euch ja gar nicht mitnehmen. Ihr wollt doch gar nicht mit. Ihr wollt schon. Viel schöner, lässt sich viel schöner fahren als das Krüller aus. Aber es hat Mercedes-Technik. Ne? Alte Mercedes-Technik, aber Mercedes-Technik. Muss man immer im Kopf behalten. Zielpunkt. Das ist in Deutschland plus. Kann der nicht normal fahren? Nee. Boah, da ist Kreuz drin. Ja, wir haben schon 11 gehabt. Wir sind auf dem Weg der Besserung. Hupe? Ja, die Kudo. Das ist eigentlich ganz geil. Sieht realistischer als die Standard-Hupe. Wahrscheinlich ist die FPS-Scheiße. Warum hat Morphy die Bänder drin überlassen? Weil er eigentlich die gar nicht ändern hätte brauchen müssen tun. Schafft's rechtzeitig? Aha, ist Glück. Ihr habt Glück. Die haben wahrscheinlich schon wieder Pech, oder? Oh ne, jetzt steigen alle aus. Lol, wegen der Kannsteinaktion gerade. Da komm ich also. Fahre ich den eigentlich so selten? Den kann man doch mal wieder fahren, ne, den Zito? Den Zitaro bin ich aber auch selten gefahren.
Jo. Wird's dann was, liebe Ampel? Was soll denn das Soundpad machen? Für was hat er eigentlich eine Türfreigabe? Aber die funktioniert gar nicht, die Türfreigabe. Die probieren wir gleich mal aus für die zweite Tür, falls jemand überhaupt aussteigen will. Da die meisten eingeschnitten haben, das war zum Aussteigen. Nein, jetzt nicht. Die nächste aber bestimmt wieder welche. Wo lauft die eigentlich hin? Ich bin nur ein kleiner Bus. Ihr braucht mir das zumindest eine Haltestelle. Morgen. Morgen. Moin. Hallo. Bitte handeln Sie sich da auch inzwischen Fahrer und unbedingt frei. Die gesetzlichen Vorschriften, dies zu ihrer eigenen Sicherheit. Das ist doch nicht ein Satz, Mann. LOL. Sind da gerade 4 Motorräder? Nein, nur 3. Sieht trotzdem komisch aus. Öko-Drive. Der Verbundlinie in Graz. Aber wirklich cool, dass die Blinker vorne da weg. Lichter sehen generell irgendwie cool aus, als man uns jetzt haben und die sind viel moderner aus der Kamera. Oder nicht? Unsere Haare sind doch total aufgeschossen. Wir sind ein bisschen später. Genau wie der Irvine-Zitaro, oder wie halt die auch mal heißt, Irvine. Der ist viel geiler als der normale Zitaro. Irvine gekauft, außer Frankfurt, haben die, glaube ich, gehabt und Hannover. Das war's, glaube ich. Doch, jetzt grob. Und von den deutschen Städten. Warum hat die Fahrrad? Die soll hier gekauft, oder die Hochbahn. Die sehen doch geil aus, die Busse. Total modern. Hochgrenzstraße, Kurzstreckengrenze. Automatisch weiterschaltet. Das macht der von Morphe. Wie soll ich denn anfragen, wenn ich noch gar nicht da bin? Ach, wir brauchen ja gleich halt. Aber wir bitten Sie, Ihren Sitzplatz anderen Personen zu überlassen, denken Sie die notwendige Vorwand. Aha. Wie geht die Türfreigabe? Wird aber nicht angezeigt. Wird die auch automatisch zu dann? Oh, geil.
Türfreigabe funktioniert, dann lass ich ja bloß drin. Cool. Brauchen wir uns nur um die erste Tür kümmern. Aber dem ist so eine Türfreigabe echt unnötig. Der ist so klein. Das kann viel schneller gehen. Das ist ein cooler Linienabschnitt. Schlecht. Können Sie nicht mal ein bisschen ruhiger fahren? Ah, Herr Türhemden, du regelst das schon. Gut so. Wollt ihr jetzt noch rein? Ihr kommt doch eh nicht rein, oder? Ach Quatsch. Die Scheiben sind so niedlich aus in der Tür. Und diese Stange ist so unnötig. Festhalten. Zumindest die Arme lang. Was soll das denn? Ich glaube, es waren keine Aussteige. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht. Nee. Türfreigaben technisch, ob das dann angezeigt wird. Weil vorhin ging die Tür hinauf und da wurde es glaube ich nicht angezeigt. Warum sind da eigentlich 10.000,4 Millionen Autos ineinander? Vielleicht leckt es deswegen so stark, ich wundere mich schon. Ach du Scheiße. Warum passiert das immer beim Omsi? Oh, ich sehe gar nichts. Kann die Kachel mal bitte entladen? Lol. Wer ist die Kachel neu lädt? Anders, F11. Wow. Pause gedrückt noch. Geht ja nicht. Ja, jetzt neu. Warum mache ich das eigentlich nicht immer mit F11? Ah, keine Lecks mehr. Wunderbar. Muss man long, long, long. Ah, da. Lalalalalong. Haben wir schon die Anfrage? Wo müssen wir hinfahren? So, weiter kann ich nicht, sonst sehe ich die Ampel nicht. Tut mir leid. Erst recht, erst. Was ist denn da? Ah, muss da nach außen kommen. Wo könnte ich noch ein Stück? Wo nicht? Wo nicht? Wo nicht? Wo nicht? So, mal sehen, ob die Anfrage... Ja! Muss ich wirklich bis hierhin vorfahren oder liegt das daran, weil die Zeit überschritten ist? Meine Güte. Oh yeah. Gut. Hab ich halbwegs. Lol, wie hab ich denn gehalten? Bin ich besoffen? Ich stehe ja echt voll schief, ne? Ja, Spiegel sah es nicht so aus, aber in dem schon. Der Spiegel ist ein bisschen weit weg, da müsste man mehr vom Heck sehen eigentlich. Der wird irgendwie so wenig vom Heck, das ist ein bisschen verwirrend. Vielleicht liegt es auch daran, weil der Bus so klein ist. Machen wir mal raus. Sollte ja mit den Karren kein Problem sein. Zack, zack, ist ja wie mit dem Auto. Oh, das zieht aber ganz schön. Wenn du schneller fährt, dann kannst du. Aber schneller als vorwärts. Halte ich für fast ein bisschen unrealistisch, dieser 40 km/h rückwärts fährt. Aber cool. Der zieht echt voll gut, der Bus. Ist doch was
Wasserstoff ist, oder? Ich glaube, der fährt mit Wasserstoff. Bin mir nicht sicher. Warum hat die VH denn nicht gekauft für die als Bergziegel? Vielleicht schafft er das nicht. Vielleicht hat er nicht genug Leistung. Oder es lohnt sich nicht, weil Wasserstoff. Wenn es überhaupt Wasserstoff ist. Naja, meine Damen und Herren, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Moin. Was? Auf Wiedersehen. Ciao.